So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier zum neuen Format von HNX TV, den 5-Meter-Raum. Ingo und ich sind heute da, wo es wehtut und leuchten wir geschwind alle Ligen im Fußball ein bisschen ab, also von der Oberliga angefangen bis runter in die B-Klasse. Kümmern uns allerdings nur so ein bisschen um die Top-Mannschaft, wer kann noch aufsteigen, wer ist noch dabei im Titelrennen. Und da kommen wir dann gleich dazu. Dieses Event wird präsentiert von Priavaris, Ihrem Leberfastenzentrum nach Dr. Worm in Schweigern-Niederhofen. Weitere Informationen unter www.priavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, ARTA, Ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Legends, Premium Autopflegeprodukte und Fußball in BW. Ja, da sind wir auch schon wieder und es geht los. Anfangen tun wir müssen eine Mannschaft diese Woche herausstellen, den ASV Heilbronn. Unglaublich, mit 3:0 konnten sie sich zu Hause hier an der Werdwiesen durchsetzen gegen Türkgümspor Obereisesheim und haben somit das Schlusslicht, das Gesamtschlusslicht aus dem Unterland verlassen, haben jetzt 6 Punkte. Ich glaube, Klebronn ist nur mit 4. Hut ab, Jungs, und Gratulation an den ASV Heilbronn. Sind übrigens immer noch Tabelle Letzter. Aber es geht aufwärts und freuen wir uns, oder? Definitiv, ASV Heilbronn, so das Synonym für einen sympathischen Fußballverein, der seine sportlichen Ambitionen eher im Bierpark daneben hat. Ja, aber nee, Hauptsache macht Spaß. Aber genial. Also schon als, man glaubt es kaum, ich habe auch mal Fußball gespielt. Ja, und selbst zu meiner Zeit, der ASV Heilbronn war immer ein sehr guter Gastgeber, mal so zu sagen. Und deswegen, es freut mich umso mehr. Ich finde es ehrlich gesagt geil, dass die überhaupt noch spielen. Also ich finde es super, finde es toll. Und, also ich habe den Bericht auf Facebook gelesen, du hast meint, du bist in der dritten Liga. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin zum Filmen, ehrlich. Also ja, müssen wir machen, das, ganz, ganz unterrein in das Ding. Überragend. Schade, das Topspiel war ja, das war ja der letzte gegen der vorletzte. Okay, und der also letzte hat gewonnen. Der letzte hat gewonnen, mit 13:0, überragendes Spiel. Also wie gesagt, Glückwunsch, ASV, ja. Echt. Glückwunsch. Geil. So, jetzt gehen wir hoch. Wir fangen an in der Oberliga. Konnte heute Fußball im BW schon lesen. Bisher noch kein Dreier in der Rückrunde. Auch letzte Woche verloren gegen Balingen. Was ist los bei euch? Als erstes darf ich dich mal korrigieren. Wir haben schon 3 in der Rückrunde, und zwar beim KSC 2 haben wir 3-1 gewonnen. Nee, daheim. Daheim, ja, okay, daheim, ja, das hatte ich ja, erwähnt. Da gebe ich dir hingegen recht. Es ist eine ganz komische Statistik. Wir haben in der Vorrunde daheim alles gewonnen und in der Rückrunde quasi alles verloren. Ja. Also es, du weißt ja, dass wir in Neckarsulm nicht jammern, deswegen erwähne ich jetzt auch nicht die Personalmisere, die wir gerade haben, personell. Ja, es hat aber nichts mit dem Thorsten Damm zu tun, mit dem Wechsel auf Marcel Busch, Trainerwechsel? Nee, überhaupt nicht. Der Marcel Busch hat sich, der Marcel Sousa beispielsweise hat sich jetzt den Fuß oder den Muskel gezerrt beim Spiel letzte Woche. Da kommen Verletzungen dazu. Das ist Wahnsinn einfach. Ne? Aber so ist es einfach. Man muss ja ganz deutlich sagen, wir haben auch, als wir nach der Beginn oder zu Beginn der Rückrunde, ist ja auch nicht gelaufen, wo wir noch personell gut aufgestellt waren. Also von daher, haben wir es versäumt, so ein bisschen den Transfer von einer guten Vorbereitung, das war eine gute Vorbereitung, zum Oberliga-Alltag hin. Da haben irgendwie fehlen so die letzten Prozente, wobei man vielleicht auch sagen muss, also dass die Vorrunde schon extrem gut gelaufen ist. Ja, da hat man ja, auch notwendiges Spielglück, das haben wir momentan eben nicht. Und nach hinten geht nichts mehr, nach vorne geht nichts mehr. Und ich finde, auch wie es der Marco Merz gesagt hat, wir brauchen uns definitiv für einen Mittelfeldplatz in der Oberliga Baden-Württemberg nicht schämen. Ne? Nee, es war okay, wie gesagt, das war ja auch das, was ich am Anfang der Saison schon gesagt habe, das wird ein dritter Platz wird es nicht mehr werden. Ich habe so 5 runtergeschätzt. So. Und die Saison ist ja noch ein bisschen, also wer weiß, was da noch bei rauskommt. Und ihr müsst sowieso auf Fupa nicht gehen und in der Nähe. Nein. Ja, okay. Legen wir weiter, Landesliga. Im Übrigen, Stopp, muss ich noch sagen, ja, ja. Wir haben ja ganz, ganz tolle Kärtchen, wie ihr seht. Ja. Das beginnt aber bei Landesliga. Ja? Ja, ja. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich hätte ja schon erwartet, dass da zumindest Oberliga mit dabei ist und mit einem NSU-Logo. Ich hab gedacht, dass du das kannst. Und auswendig weiß, brauche ich nicht machen. So habe ich da überlegt gehabt irgendwie. Deswegen sind wir in der Landesliga, da habe ich da jetzt Hilfestellung gegeben, so. Da brauche ich nicht arg drauf gucken. Ich war ja bei einem Spiel irgendwo dabei. Wochenende haben wir 3 Ergebnisse gehabt. Also Stetten-Klein-Gardach hat zu Hause gespielt gegen die TSV Schornbach, also ein direkter Mitkonkurrent um den Abstieg. Alles gut bis zur 92. Minute. Dann hatten wir einen Torwartfehler vom Simon Horn. Der hat beim Freistoß von Schornbach irgendwie damit gerechnet, dass der da reingibt. Das war Hammer-Tor. Ja. Und war schön. 50 Meter.
Meter. Und so, ja. Ja, aber wenn du siehst, der Simon Horn stand auf der anderen Seite, der hat mit der Flanke gerechnet, wollte die rausfangen und auf einmal kam der Richtung Tor und dann machst du noch das 3-3 gegen Schornbach. Mhm. War natürlich gar nicht gut, die zwei Punkte fehlen natürlich direkte Mitkonkurrenten noch dazu. Auf der anderen Seite haben wir dann SV Schluchtern gehabt, gegen Tabellenführer, gegen SV Bräunigsweiler daheim gespielt, gewinnt das Ding 2-1. Muss ich sagen, hätte ich vorm Spiel eigentlich auch nicht gedacht gehabt, aber Bräunigsweiler ist jetzt, glaube ich, in der Rückrunde auch ein bisschen, fällt auch ein bisschen die Konstanz. Vielleicht waren wir zu weit weg und hat dann gedacht, oh, ja, das wird schon alles irgendwie so weiterlaufen, keine Ahnung. Nächste Woche ist Stetten in Bräunigsweiler. Ja, und Leingarten halt gegen Ludwigsburg mit 3-1 verloren in Ludwigsburg. Da haben wir wieder so lachend, so ein Wein ins Auge, so als Halb-Ludwigsburger. Ja. Wir stehen halt auf diesem Traditionsverein, muss ich sagen. Ich finde es toll, wenn die immer kommen mit ihrer riesen Fahne und tolle Stimmung machen. Ja. Auf der anderen Seite sind wir natürlich Unterländer und hätten uns eigentlich über den Sieg von Leingarde gefreut. Was ist für Leingarde, Ingo? Ja, ich muss leider befürchtend sagen, ja, das sind jetzt 8 Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz und wir haben noch 9 Spiele. Wow, also das wäre schon eine große Mission, wenn es Leingarde noch schafft. Dazu ist es ja auch so, dass der Heiko Bachmann, der Trainer, habe ich in der Zeitung gelesen, um Vertragsauflösung gebeten hat. Also der ist auch nicht mehr dort tätig. Das sind alles so Sachen. Tut jetzt zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht gut. Tut weh. Und ja, ich finde es natürlich schade, weil jetzt auch das, was ich moniert hatte, dass mein Freund Yannick Titzmann nicht mehr trifft. Der trifft jetzt, ja. Aber... ja, es wird schon sehr eng. Auf der anderen Seite habe ich da mal aufzeichnet hier, das geht ja bis hoch zum 7. Platz, was ich da nachgemalt habe. Und das ist schon mal, da sind kaum Punkte dazwischen. Also in der Liga ist wieder alles also möglich, so ab, eng wie immer. Ab Schornbach sind es 3 Punkte zum 7. Also das ist euer Spiel. Ja. Ja. Also ich weiß, das ist jetzt echt seit Jahren so in der Landesliga. Ja. Das ist kann jeder jeden schlagen, ist meistens einer, der vorausgeht. Ja. Und einer, der abgeschlagen ist, wie jetzt Salamander Kornwestheim, die komischerweise am Wochenende auch gewonnen haben. Gewonnen habe, ja. Also jetzt kommen die auf einmal... In Crailsheim, die waren die waren Dritter, glaube ich, Crailsheim. Ja. Also schlägt jeden ist schon eine verrückte geile, Liga. Geile Liga vom Grundsatz her. Ja. Aber wie gesagt, jetzt haben wir zum Schluss Schluchtern raus aus der Abstiegsringe auf Platz 11. Stettenklein-Gardach jetzt wieder drin auf dem ersten Abstiegsplatz 13. Und dann auf der 15 haben wir den SV Leingarten. Die Saison ist noch lang, es sind noch einige Spiele. Wir hoffen mal, dass zumindest 2 von den 3 da unten oder der Schluchtern voll rauskommt. Gehe ich davon aus, weil ich sage, die Qualität ist da in der Mannschaft drin. Stettenklein-Gardach von der Qualität her müsste es eigentlich reichen. Vielleicht ist die Landesliga-Erfahrung, wo da noch ein bisschen die Schluchtern ihnen voraus ist. Aber eigentlich müsste man schaffen. Gut, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, ist jetzt die heiße Phase. Und Hol mir deinen Ball. Am Ende kackt die Ente. Ja? Und da ist es jetzt kurz davor. Also von daher, jetzt wird es drauf ankommen. Wir haben ja noch das geile Derby zwischen Städte und Schluchtern. Das steht, glaube ich, am 26. Spieltag an. Mhm. Zum Schluss Ludwigsburg nochmal für Städte. Städte am Schluss Ludwigsburg. Also es können richtige Hammerspiele werden. Ja, das wird alles noch eine Nervengeschichte im Endeffekt. Der wo zum Schluss die besseren Nerven hat und die Punkte holt, wo jetzt wichtig sind. Wie gesagt, gegen Schornbach hätten wir es machen können. Auf der anderen Seite, Schornbach war 2-0 vorne. Ja, also Stetten hat das Ding lang, also das war ja, nach dem Spiel hast du zwei Mannschaften gehabt, die jeder 2 Punkte verloren haben. Mhm. Also da war kein Sieger, wir haben noch in der 93. Ausgleich gemacht. Nee, wir waren 2-0 vorne, wieso spielen wir es jetzt souverän runter? Mhm. Und die anderen Menschen, wir hätten es gedreht gehabt und kriegen dann den Ausgleich. Aber Schombach wäre es auch ein Big Point gewesen, wenn sie gewonnen hätte. Klar. Von daher, also super, super spannend. Ja. Schluchtern, jetzt ein Platz vorm Relegationsplatz. Ja, die können am Ende von der Saison noch Vierter werden. Ohne Probleme. Das ist unglaublich. Schon. Die Liga ist jedes Jahr immer extrem spannend. Aber gehen wir Liga weiter, kommen wir in unsere Lieblingsliga, die Bezirksliga. Deswegen, wenn Leingarten da wieder kommt, dann wird das nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal hochklassiger. Auf der anderen Seite verlieren wir natürlich, so wie es aussieht, die Aramäer. Die sind... mittlerweile, wie weit sind die weg? Du brauchst keine Brille. 8 Punkte. Hast du nicht richtig gedruckt hier, muss man sagen. Aber ich weiß, es sind 8 Punkte, weil ich mich vorbereitet habe. Waren ja jetzt sehr, sehr viele Spiele in der Bezirksliga. Ne? Ja, da ging schon was. Ich glaube, da gab es im Spielplan irgendwie. Aber es war, wollen wir nicht wieder aufhören. War euer Topspiel dabei. Und das waren die Aramäer in Brackenheim. Mhm. Weißt du, ob du es gelesen hast, wie die Folge war? Nee, habe ich nicht gelesen. Brackenheim war 3-0 vorne. Und zum Schluss ist das Ding 3-3 ausgegangen, also die Aramäer sind da zurückgekommen, also ich hoffe mal, das ist super. Ich hoffe, ihr habt mir das richtig gemerkt gehabt. Ne, die waren 3-0 vorne und die Aramäer dann dahinter. Brackenheim zurzeit eine kleine Tief irgendwo. Mhm.
Ja, das ist eigentlich auch mal so ein Ding, dieses Osterwochenende ist ein bisschen verflixt. Da kommen nicht alle, also gerade Top-Mannschaften sind an Ostern teilweise, kommen die raus und haben Pech gehabt. Wobei bei Pragerheim hat man so den Eindruck, dass es schon seit einigen Wochen nicht so gut läuft. Mhm. Ne? Die waren ja eigentlich safe Zweiter. Und ja. Mittlerweile ist das Türk-Sporniger Sulm. Und den ist Superserie. Mit Superserie. Wie gesagt, 2019 wollte schon eine Landesliga sein, zum 50-jährigen Bestehen. Das weiß ich immer noch, das habe ich vor 4 Jahren irgendwann mal gesagt. Ja, ich merke mir sowas. Ist eigentlich der Hammer, ich kann mir sogar den Namen merken. Das ist eigentlich die Sensation. Der Nachname auch? Ja, Mehmet Tuz, oder? Weil. Eigentor geschossen. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, ihr seid jetzt Zweiter. Vielleicht könnt ihr das halten bis zum Schluss über die Relegation vielleicht. Wie gesagt, die Aramäer sehe ich hier weg. Ja, ja, 8 Punkte. Das ist mehr oder weniger erledigt. Ein Türkspor hat wohl die Zeit gebraucht, um sich einzuspielen. Hierhin eigentlich eine Top-Mannschaft zusammen. Waren eigentlich die ganze Zeit ein bisschen unter Wert weg. Mhm. Von daher gesehen passt das Ganze. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt so die Tabelle anguckt, Ilsfeld, Laufe. Und das sind auch wirklich zwei Mannschaften, mit denen ich sympathisiere. Ilsfeld seit Jahren Ausbildungsverein mit guter Jugendarbeit. Unser Torben Hirsch spielt ja da auch, hat jetzt auch, glaube ich, einen Haufen Tore gemacht im letzten Spiel. Ich glaube, euer Torben Hirsch kam von Ilsfeld. Das ist, hast du vollkommen recht. Und auch Laufe, ganz sympathischer Verein, haben wir ja auch gesagt, ganz viele aus der eigenen Jugend. Ja. Und genau, bei uns Auszeichnung kriegt als bestes Lied. Bestes Fanlied. Echt? Ja. Okay. Die ein geiles Fanlied, also richtig, richtig schön. Ah, stimmt, weiß ich. Und ich darf jetzt natürlich nicht viel sagen, weil sonst werde ich verprügelt, wenn ich jetzt nächstes Mal bei Türkspor bin, aber denen zwei würde es durchaus auch gönnen, auf den Relegationsplatz zu kommen. Das wird, glaube ich, noch super spannend und endlich mal Spannung. Endlich sind wieder Spiele. Ja, klar, da ist was geboten, aber wir kommen nachher zur Liga, da ist noch viel, viel spannender. Wollen wir jetzt mal reingehen in die A1 zum Beispiel? Da haben wir, glaube ich, zwei Mannschaften, die noch irgendwo halbwegs mitspielen. Das ist der SC Abstadt und der TSV Teilheim. Teilheim, ja. Und danach sind dann schon mal wieder ein Cut-off von 8 Punkten auf Löwenstein. Also da ist eigentlich den ersten und zweiten, Abstadt Teilheim, die gäbe sich der Ober, wer steigt direkt auf, wer muss in die Relegation. Und die spielen, glaube ich, auch noch gegeneinander. Könnte sein, ja. Knabbert an meine Schuhe. Nee, die hat das Ding da kaputt gemacht. Ja, weil sie. Hol mal deinen Ball jetzt hier. Hol den. Wo ist er? Such, hol den Ball. Ach, nerv mich nicht. Also die spielen noch gegeneinander, ne? Auf jeden Fall. Also das könnte auch durchaus spannend werden. Ja. Ne, dein Fleiner? Ja, mein Fleiner haben leider ein bisschen den Anschluss verloren. Ja, nach dem Abstieg habe ich gedacht, die kommen vielleicht gleich wieder, aber das war irgendwie dann auch nicht ganz so. Aber naja, gut. Aufbaujahr und nächstes Jahr greifen wir wieder an. Auf jeden Fall, da haben wir zwei Leute, SC Abstadt und TSV Teilheim. Also das ist gerade, wir machen das ja, dass ihr mal seht, wo kann ich eigentlich hingehen. Wo geht noch was auf welchen Plätzen, wo kann ich nicht hingehen. Dann sind wir, nächstes spannendes Ding, die A2. Sportfreunde unter Griesheim und die Krumme Ebene, also Neckarsulm, die Altherrenmannschaft von Neckarsulm im Endeffekt mit Marche, Gerstle und mittlerweile auch Schaf. Der macht Eudo nach dem anderen in der 90. Minute, gell? Wird Schaf. Ja, ohne Witz. Aber jetzt zweimal schon gleich in der 90. Minute. Wenn sie hinterliegen, dann geht er vor. Hat er noch die Kraft über das komplette Feld da? Also, letztens ist er ab und zu auch bei uns in Neckarsulm und also der hat da nichts angesetzt. Ja? Also ich glaube nicht, dass er rostet. Und nee, glaube ich auch. Wobei, nee, man, also ganz ehrlich, also ich hoffe, dass der Marcel Gerstle und auch Pascal Marche werden mir das nachsehen, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Also ich hab gedacht, die laufen voraus. Ich habe gedacht, die kommen Punkt ab. Richtig, so auf die Art. Aber dann die Sportfreunde unter Griesheim, da schreibe ich ab und zu mit einem, der ist absolut begeistert, weil das ist so die Saison schlechthin für den Verein und das Dorf. Im Endeffekt, das haben die noch nie erlebt und freue sich natürlich oder würde sich freuen, natürlich in die Bezirksliga hochzukommen. Da sind wir auch demnächst. Die spielen nächste Woche, glaube ich, gegeneinander. Genau, am 22. spielen die gegeneinander. Bist du dort? Ich hoffe, dass wir jemanden finden, den wir da hinschicken können, weil das ist natürlich ein Topspieler, wären wir gerne dabei. Top-Spiel. Danach kommt dann Mückmühl, Kochertürn. Die sind abgeschlagen, schon mit 8 Punkten auch wieder weg. Also da wird nichts mehr passieren. Da wird nichts mehr. Dann meine Freunde vom TSV Harthausen. Kennst du das Ding? Nee. Das ist der einzige Verein im ganzen Unterland, wo wir damals, wo die Bezirksliga gespielt haben, bin ich da hinkommen, die wollten Eintritt von mir. Sei wie, das kann ja jetzt wohl nicht sein. Sei in Presse, ja, nee, Eintritt. Gab es Diskussionen, ich musste Eintritt zahlen. Und habe dann gesagt, Leute, also pass auf, ich zahle den Eintritt, aber euch wünsche ich dir für den Abstieg und dass ihr nie wiederkommt.
Und dann sind sie abgestiegen. Komischerweise, die sind damals abgestiegen und sind seitdem nie wiedergekommen. Also nichts gegen TSV Harthausen. Also, aber ihr wisst. Normal Pressemitarbeiter. Verlangt kein Eintritt von mir. Ja. Das kann ganz böse ausgehen. Jetzt kommen wir in die spannendste Kreisliga A, das ist die Dreier. Da haben wir nämlich noch einige Leute, die da ganz oben mit dabei sind. FC Union Heilbronn, letztes Wochenende natürlich Traum. Big Point. Big Point beim Tabelleführer 2-1 gewonnen. Dadurch die Tabelleführung übernommen. Aber nicht nur das, gehst du mal aus meinem Kabel raus hier? Nicht nur das, gleichzeitig Güglingen nur unentschieden spielt. In GGTG, also daheim GGTG Böckinger unentschieden spielt. Dadurch ist der FC Union jetzt sozusagen Tabelleführer, obwohl Güglingen ein Spiel weniger hat, also auch wenn sie es gewinnen sollten, bleibt man Tabelleführer. Hier ist da übrigens ein Druckfehler unterlaufen, da steht beim FC Union 91 geschossene Tore. Stimmt das? Ja. Echt? Ja. Dann machst du die 100 voll jetzt, oder was? Sind noch ein paar Spiele. Also jetzt gleich. Ja. Oberes Zabergäu, oder wie die heißen? Sind nicht in der ersten Hälfte, okay. Nee, aber die sind gefährlich. Ist da schon Prämie also, ausgemacht, wer das 100. Schießt? Nee, würde eh der Günther machen. Oberes Zabergäu, muss man sagen, haben wir damals, wo wir dort waren, ich glaube 3-2 gewonnen, musste aber in der 90. Minute noch einen Elfmeter halten. Also das war ganz enge Kiste mit denen, ganz blöd zu spielen. Also genauso wie jetzt letzte Woche da in Dürrezimmern. Ja gut, das war wir waren auf einem kleinen Platz. Der Rasen war dreimal so hoch wie hier. Da bist du echt schön weich gefallen, wenn du hingefallen bist, aber dafür holprig ohne Ende. Zuerst hat man gedacht, der kleine Platz ist irgendwie so für uns. Weißt, man hat mehr öfters. Dann hast du noch Gegner dabei? Nee, dann hast du aber gesehen, dass der große Platz, wo ja für uns eigentlich besser gewesen wäre, okay, der war noch beschissener. Also du hast auf dem kleinen eigentlich gespielt, weil du auf dem anderen gar nicht spielen konntest. Okay. Aber das war halt so Fußballtennis. Der Ball so einmal 5 Meter Höhe, weil du konntest eigentlich nicht spielen, weil da stand ja überall einer rum. Also das ist extrem klein. Du konntest beim Einwurf schon am Tor vorbeiwerfen. Also das war Hammer. Hast du ein paar schöne Einwürfe gehabt, so vom Ding, die dann gefährlich wurden. So. Also, aber deswegen war überhaupt nicht unser Ding trotzdem 2-1 gewonnen. Und ja, dementsprechend ist Tabelleführer. Aber da muss man noch einmal runtergehen, weil auch Dürrezimmern, auch der FSV Schweigern, die sind jetzt 3 Punkte hinter, haben ein Spiel mehr allerdings. Und auch der TSV Güglingen, die kann man beide nicht abhaken. Ja, aber Güglingen hat ja natürlich den bricht das Genick, die haben jetzt schon 4 Unentschieden. Und das ist natürlich in der Lage, die sind gerade ein bisschen. Weil die waren ja wirklich, die sind ja marschiert am Anfang, die haben ja alles platt gemacht. Bei uns, ja. Und Dürrezimmern mit 5 Gegentreffern in der komplette Hinrunde. Mittlerweile sind sie bei 12, also 7 in der Rückrunde schon kriegt. Da ist auch ein bisschen was. Immer noch, ey, das ist ein fast ein 0,5er Schnitt pro Spiel. Das ist Hammer. Der FCU hat 3,30 Gegentore. Also. SC Böckinge kommt meiner Meinung nach, die sind jetzt ein Spiel mehr und 10 Punkte Rückstand. Meiner Meinung nach kommen sie zu spät, aber sie kommen gerade. Da bin ich aber ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, vom SC Böckinge, weil. So namhaft wie der Club ist und wer da alles spielt. Also hätte ich mir auch erhofft, weil was wäre das für ein Duell? Die beiden Nachbarn spielen um die Meisterschaft. Wie geil wäre das? Das wäre Hammer. Und, das Spiel haben wir auch noch. Genau, ja. ziemlich am Schluss. Ne? Mhm. Und dass die sind ja wirklich am Aufbau auch. Wenn es das ja nicht schaffen, und ich glaube nicht, dass es schaffen, weder Relegation noch Ding. Nee, das ist zu weit. Hey. Das sind 8 Punkte auf der Relegationsplatz. Ja, und halt 3 Leute vor. Weißt du, wenn das jetzt einer davor wäre, könntest du sagen, vielleicht breche die Ei, aber dass alle Ei breche, kann man nicht vorstellen. Also nächstes Jahr, denke ich, werde die Runde mitspielen, wenn das Konzept hält. Wenn jetzt der ein oder andere Spieler sagt, hat mir doch nicht so gut gefallen hier. Weißt du, wie es ist, alles Erfolgsleute. Muss man mal schauen. Aber sind nicht weit, wir bleiben auf jeden Fall dran, können da ab und zu mal rüber gucken. Genau. Ja, jetzt brauche ich von dir noch eine Tendenz. Reicht es zur Meisterschaft? Ich hoffe mal ganz, ganz ehrlich. Also sagen wir mal so, mittlerweile haben wir ja alle Mannschaften mal gesehen. Ich glaube, über das Potenzial, was der FCU hat, was wir auf den Platz bringen, braucht man nicht zu reden. Ich denke mal, dass man die am Anfang der Saison ein paar Punkte abgeben hat, weil die Mannschaft sich gesucht und gefunden hat. Das ist, glaube ich, das erste Mal jetzt am Wochenende, seit ich beim FCU bin, also seit dem ersten Tag, wo wir mal einen Big Point gewonnen haben. Wir haben immer gegen Brackenheim, gegen Leingarten, gegen Schluchtern, immer diese Spiele haben wir eigentlich vergeigt. Dieses Jahr haben wir es jetzt gegen Dürrezimmer mal geschafft, endlich mal auch eine der Top-Hinrunde.
Dürre Zimmern verloren, Güglinge verloren, Schweigern unentschieden. Ja. Jetzt hast du mal einen Big Point gemacht. Ich denke, das liegt daran, dass die Mannschaft einfach eingespielt ist. Und qualitativ im Sturm, hat bis jetzt jeder Trainer gesagt, hey, also wenn man euch laufen lässt. Für die Liga der Sturm, das ist einfach... Ja, ist Hammer. Aber wie gesagt, im Gegensatz zum Sturm haben wir auch noch Abwehr. Und die ist teilweise so, wenn man das anguckt, das 8-4, 6-2 oder auch das 3-3 gegen Güglinge. Über die kann ich nochmal stolpern, aber ich glaube auch, dass die sich jetzt im Erfolg ein bisschen auch zusammenreißen und vielleicht das eine oder andere. Aber wie gesagt, jetzt sind wir am Sonntag, oberes Zabergäu, das wird kein leichtes Ding. Also es wird. Ich merke schon, das Neckarsulmer-Understatement ist dir auch schon so ein bisschen... Weißt, das ist immer gegen Dürre Zimmern, gegen Güglinge, da gehst du auch anders auf den Platz, jetzt kommt das obere Zabergäu. Weißt du, was ich meine? Also mental. Nichts gegen die, aber das sind eigentlich die wichtigen Spiele dann. Weißt, wenn du oben stehst, dann auch wirklich die Konzentration zu halten, das Ding durchzuziehen und nicht zu sagen, oh, da kommt jetzt einer, den latschen wir weg. Weißt, Ich finde es generell eine gute Strategie zu sagen, hey, wir halten den Ball flach. Ja. Klar, man könnte jetzt auch hergehen, ey, endlich sind wir da, wo wir hinkommen. Ja? Wird ja auch irgendwo stimmen. Ja? Aber den Ball flach zu halten und zu sagen, hey, 5 Euro ins Phrasenschwein, der nächste Gegner ist der schwerste, oberes Zabergäu. Ja, klar. Hey, aufpassen, so, weil klar ist natürlich auch, wenn du nicht gewinnst. Du musst das Nachholspiel Nordhausen noch machen. Weißt, ey, Nordhausen ist ein Scheißplatz, egal ob du in Mainz, in Hausen oder in Nordhausen spielst. Da haben wir auch als FCU in der Bezirksliga nie wirklich gut ausgesehen. Weißt, also das ist ein ganz blödes Geläuf da. Du kommst dann noch auf Äcker, auf Dinge, wo wir das, was wir eigentlich spielen können, gar nicht umsetzen können. Wie jetzt in Dürre Zimmer. Spielt ihr überhaupt noch gegen einer von vorne? Ja klar, also wenn du jetzt SC Böcking nimmst und Schweigern. Okay. Also SC Böcking, wie gesagt, die haben sich jetzt gefunden, die kommen jetzt in den Lauf, das sieht richtig gut aus. Jetzt auch 9-0 gewonnen am Wochenende. Von dem her gesehen, ja, es kommen noch mit dem FSV Schweigern das 3-3 in der 112. Minute, oder wo das war, in der 98. Weißt du, wie lange der Schiedsrichter noch spielen lässt? Aber ich sag, meine Tendenz ist, nächstes Jahr werden wir hier Bezirksliga-Fußball sehen. Ich hoffe schwer. Weil wie gesagt, es war schwer genug, hier in das ehemalige Feindesland zu gehen als Schwarz-Weißer. Ja? Ich bin auch hier rübergekommen. Freut mich, das war Horror am Anfang. Aber hier wird nächstes Jahr wieder Bezirksliga-Fußball gespielt. Da bin ich mir eigentlich sicher. Weil mir macht das einfach, mir macht die Bezirksliga einfach Spaß. Und dann gibt es da wieder Derbys mit Neckarsulm. Ja? Ja, vielleicht mit vielen Neckarsulm, so mit Türkspor und Dings. Und unsere zweite Mannschaft. Ja. Ist ja auch dabei. Ja. Spielt. Immerhin darf man dann gegen euch spielen. Nehmen wir mal eine Vorbereitung, machen wir gegen die erste Vorbereitungsspiel. Okay, kriegst du das hin? Da wäre kann man jetzt was. Nicht vielleicht über den Marcel Busch hinwegsetzen, aber... Vielleicht kriegen wir da sogar mal ein paar Zuschauer. Neckarsulm gegen FC Union, vielleicht kriegen wir da mal ein paar motivierte Sachen. Interessant wäre es auf jeden Fall. Ja klar. Als Abschiedsspiel für den einen oder anderen Spieler, wer vielleicht geht oder kommt oder sonst irgendwas, kann man das ja mit ausmachen. Absolut. Irgendwo. Wäre toll. Gute Idee. Ja. So, gehen wir mal weiter. Wir gehen in die B-Liga, Kreisliga B. Ja, heute geht es richtig hart zur Sache. Da sind wir B1. Ich bin raus. Ja. B1, Obersulm. Da fällt mir irgendwas. Wieso? Weil da die Dings fehlen. Siehst du, da fehlen die Punkte. Die Punkte fehlen. Ich denke gerade, 38. Punkte, 38 Punkte. Nee, kann nicht sein. Die können nach 17 Spielen 38 Punkte haben. Warum? 3? 30? Nee, das sind natürlich. Die. Guck das mal auf den anderen an. Das sind die Tordifferenz. Ist das. Okay. Ja, ist ich kann aber nur Fall, sagen, ja. Der TV Flein, mein Heimatverein, ja, zumindest wo ich wohne, Platz 2, sehr relegationsgefährdet. Nur, sie können ja nicht aufsteigen, weil die erste eine Kreisliga A spielt. Das ist sehr bitter, muss ich sagen. Aber da müssen wir durch. Ja, auf jeden Fall, FC Obersulm ist da vorne mit Punkte, auf jeden Fall. Hast du wieder gut vorbereitet, ja? Ja, ich habe das da gestern Nacht noch irgendwie gemacht, habe gedacht, komm, nimmst die B noch mit rein irgendwo. Deswegen, dann haben wir B2. Oh, da ist ja auch noch ein Türkspor Obersulm. Die kannte ich jetzt noch nicht, auf Platz 3. Ja, ja. Mit einer Tordifferenz von 29 Tore. Platz 3 mit Punkte weiß ich leider nicht, weil der Herr Grund. Aber hier sehen wir bei der B2 zum Beispiel, sehen wir auch bloß die Hälfte. Ja, du stimmt. Ja. Aber wir sehen zumindest, dass SC Dahnfeld mehr als 50 so Punkte Arbeit, hat. Ja. Und Bad Wimpfe 2 hat weniger wie 40. Ich denke, das sind 39 wahrscheinlich. Ja, und ich schätze mal, von der Zahl her könnte das 42 oder 43. Ja. Auf jeden Fall, für Dahnfeld sieht es richtig gut aus mit der Bilanz von 19 Siege, 19 Spiele. Boah, krass. Wenn wir die ausrechnen können, ja.
19 mal 3. Was? 7. Hey, 57? Ja, 7. Also 7, okay. Aber das hätten wir es auch ausrechnen können. Gar. Ja, hätten wir machen, das hätten wir machen können. Egal. Auf jeden Fall, SC Dahnfeld ganz vorne, dahinter der VfL Obereisesheim. Weg damit. B. Und auch für die krumme Ebene 2 läuft es nicht so gut. Läuft's sind nur auf nicht. Platz 5, ja. Muss man sagen. Jetzt haben wir hier die B3. Da gibt es einen Zweikampf, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Nämlich zwischen dem ersten FC Laufen und Stettengleingadach 2. Also ist jetzt nicht die Sportfreunde Laufen, das ist jetzt sozusagen eine andere Mannschaft. Die fallen ab und zu auch mal auf. Allerdings habe ich jetzt gehört, allerdings nicht so positiv irgendwo. Gab es wohl am Wochenende wieder ein bisschen Ärger. Okay. Ja, aber sportlich, so 18 Siege. Sportlich kann ich nichts sagen. Also, ja, 18 Siege, unentschieden, Niederlage 55. Die werden auch 100 Tore schießen. Ja. 6 Punkte hinter ja, Stettengleingadach 2, die werden die Relegation erreichen können. Und ja, sieht gut aus. Laufen, Ding, geht hoch in die A-Kreisliga A. A1 wahrscheinlich dann. A1, ja, dann kommt zu uns rüber. Ja. Wenn wir uns da nicht rausschaffen, müssen wir nächstes Jahr mit denen ein bisschen spielen. Hoffen wir mal. Ja, das war so ein bisschen Übersicht von den Top-Mannschaften aller Ligen, also von der Oberliga angefangen bis runter in die Kreisliga B. In Zukunft können wir da ein bisschen spezifischer drauf eingehen, auf die einzelnen Begegnungen. Heute haben wir einfach mal nochmal einen Überblick gemacht, mal geschaut, was da ist. Ja, also wir wollen das auch so alle 2-3 Wochen auf jeden Fall machen. Ich denke, das ist ein guter Rhythmus. Ja. Und geil wäre es natürlich auch, wenn man dann immer so, ja, vielleicht auch ein Verantwortlicher von gerade einem Verein, der im Fokus steht. Heute wäre ja. Der ASV zum Beispiel vielleicht echt gut gewesen. Klasse, wenn man den Cut hat. Genau, ja. Und ja. Vielleicht können wir das so machen, immer euren Partner noch dazu, den wir interviewen können. Und, also wenn ihr meint, euer Verein ist wichtig. Nee, ihr seid oben mit dabei und habt Ambitionen, irgendwie was zu erreichen. Schreibt uns gerne an. Ja, Facebook-Seite hnx.tv oder auch unter kontakt@hnx.tv.com. Könnt ihr uns gerne schreiben, dann laden wir euch ein, wenn wir das machen. Heute ist jetzt zum Beispiel hier strahlender Sonnenschein. Nächstes Mal sind wir wieder woanders. Also heute sind wir hier beim FC Union. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, Sportfreunde unter Eisesheim zum Beispiel, unter Griesheim, wir haben hier das Topspiel, kommt doch bitte bei uns vorbei, dann machen wir das nächste Mal bei euch in Untergriesheim, in eurem 5-Meter-Raum. Und ja. Genau. Ich hoffe mal, euch hat es halbwegs gefallen. Ingo, hast du noch was? Ja, ich habe noch zwei Sachen, die ich unbedingt loswerden muss. Das eine ist, ich habe eine Rückmeldung, heute ja das Thema Ringer ausgespart. Ich muss es aber trotzdem mal auf den Weg bringen. Ich habe eine Rückmeldung von einem Ringer vom VfL Neckargadach bekommen. Red Devils. Leider habe ich den Namen vergessen, das tut mir echt leid. Aber eine herzliche Einladung für mich. Ich brauche mich auch nicht verkleiden, ich bin willkommen. Ja, ja, siehst du mal. Und ich freue mich schon, der erste Kampf. Ich bin definitiv dabei, ich habe es auch unserem Stadionsprecher Marcel Klaassen versprochen. Der freut sich auch schon. Nee, sind wir auf jeden Fall dabei. Und zweite Geschichte noch, ich wollte mich auch nochmal bedanken für die viele Rückmeldungen, was diese Jugendgeschichte angeht. Ja. Mhm. Da gab es sehr, sehr viel Positives. Wir haben ja moniert, dass dieses Spielsystem aktuell, dass nach der Vorrunde die Punkte gestrichen werden und dann in der Rückrunde geht es bald null los, dass das aus unserer Sicht, ja, kann man ja sagen, Quatsch ist. Ist ein Quatsch, und, ist aber anders abgeschafft worden. Genau, in Stuttgart ist ja abgeschafft worden. Da gab es sehr viel Rückmeldung, leider nicht vom Verband selber. Das ist aber auch nicht schlimm, ich verstehe das auch. Aber dass so viele Rückmeldungen kamen und gesagt haben, hey, ihr habt doch vollkommen recht, das ist kein Spielsystem, das den Jugendfußball weiterbringt. Das fand ich echt super und dafür Dankeschön. Und schreibt weiter, meldet euch weiter zurück. Das ist für uns auch richtig wichtig, Rückmeldungen zu bekommen. Und deswegen danke an alle, die sich da beteiligt haben und auch der gleiche Meinung waren wie wir. Ne? Also auf der einen Seite Dankeschön, dass ihr euch gemeldet habt und da mit uns geht. Auf der anderen Seite kleine Kritik an euch. Das Ganze wurde auf dem Staffeltag beschlossen. Da waren viele, viele von euch, von euren Vereinen dort. Euch ist das vorgestellt worden und ihr habt zum Schluss das Ding abgenickt. Ja, es gab einen Verein, der hat ein bisschen gesagt, ey, das finde ich nicht gut, das macht keinen Sinn. Die meisten von euch haben abgenickt und sind jetzt im Nachhinein aber der Meinung, dass es nichts ist. Ey, bitte das nächste Mal auf dem Staffeltag, vielleicht wenn einer sagt, ey, das finde ich nicht gut, vielleicht bei dem mit ins Boot einsteigen, sagen, hey, pass auf, lasst uns da noch mal ein bisschen öfters drüber diskutieren, lasst uns das erstmal noch mal genau anschauen, anstatt abzunicken und dann später zu sagen, ey, ihr habt recht, das scheiße ist. Mhm. Weißt, also man muss da auch manchmal auch mit Vereinen, die einem vielleicht nicht gefallen,
Auf einem Staffeltag hat eigentlich der Verein... Ja, es geht doch letztendlich um die Sache. Es geht doch um die Sache und das hat auch jetzt weder was mit dem FC Union oder mit der Neckarsulmer Sportunion zu tun, sondern hey, das sage ich jetzt ganz ehrlich als Fußballfan, ja, weil ich sage, hey, da fehlt mir komplett die Gerechtigkeit, komplett auch der Sinn. Ich überlege ja immer, kann der Sinn dahinter sein? Und mir fällt da ehrlich gesagt keiner ein und deswegen denke ich, ja, es gibt andere, die anderer Meinung sind und das ist auch vollkommen okay, nur die Rückmeldungen waren da eigentlich recht, bei dir ja auch recht durchgehend unserer Seite. Auf unserer Seite, ne? Seite. Und wenn wir dann so ein bisschen dafür Sorge kommen können, dass das Ding abgeschafft wird, hey. Wäre toll. Schreibt da der Verband an, meldet euch auch bei denen, schreibt nicht nur uns, schreibt die an und sagt, ey, wenn es damals, wenn ihr nicht richtig zugehört, ja, kann man ja verstehen, ja, vielleicht kann man da irgendwie über kurz oder lang wieder was ändern. So, 10 Minuten haben wir gesagt, haben wir die schon? Wird knapp, glaube ich, Nachspielzeit schon erreicht. Nachspielzeit noch ein Satz. Wir waren auch gern bereit, auch mal einen Verbandsmitarbeiter, wenn er das möchte, hier im 5-Meter-Raum zu begrüßen. Wie ist der, wo man Kritik kriegt? Der Uli... Uli Friedenauer zum Beispiel. Oder auch von der Jugend, der einfach sagt, Mut hat und sich hinstellt und sagt, hey, wir haben uns das und das dabei gedacht. Ja, gern. Ja, also wir diskutieren da auch gern sachlich, kontrovers. Da wird niemand an Wand nagelt bei uns. Darf sich auch jeder Vorstand, jeder Ding kann schreiben, kann sagen, ey, ich hätte auch gern mal was zu sagen. Ja. Immer gern. Klar. Übrigens, morgen ist Hauptversammlung hier beim FC Union. Okay. Übernachtet ist dann gleich. Wird auf jeden Fall ohne, am nächsten Wochenende mal wieder ein Spiel ohne Menholz geben. Also sie werden wahrscheinlich da sein, logischerweise, weil sie beide auch Fan von dem Verein sind, nicht nur verantwortlich für viele Dinge. Aber es wird ohne einen Vorstand Menold hier das Spiel geben. Okay, kann man schon sagen, wer Nachfolger wird oder steht das noch in der Sterne? Das ist noch weit in der Sterne. Ich bin gespannt. Bin gespannt, was da passiert. So. Und wer weiß, also es wird spannend und ich denke mal, es wird eine sehr gute Lösung geben. Können wir fast vorstellen, dass wir mit dem neuen Vorstand dann auch zeitnah ein Interview führen über die Visionen. Über die Visionen und wie es denn weitergeht. Also nochmals, ich bin mir sicher, dass nächstes Jahr wieder Bezirksliga hier gespielt wird und wenn das stimmt, was man so hört, ich denke, da dürfen wir jetzt noch nicht drüber reden, wenn das stimmt, was man so hört, was geplant ist an Neuzugänge, dann sage holla die Waldfee. Ja, klar. Aber wie gesagt, du musst erst einmal das Ziel erreichen, hier wirklich rauszukommen. Mhm. Erst dann weißt du auch, dass der eine oder andere kommt und was weiß ich was. Und dann wird man Mannschaft haben, mit der man einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kann. Ja, du bist Aufsteiger trotz allem. So, du musst da erstmal mehr einstelliger Tabellenplatz, weißt du, nicht gleich wieder der Druck von vornherein. So, ich bin ja froh, dass der VfR jetzt gibt und endlich der Druck weg ist hier, dass der FC Union der Retter des deutschen Fußballs ist. Des Unterländerfußballs erst einmal für den Anfang, später dann erst der Deutsche. Bin ja eigentlich froh darüber, dass man das so ein bisschen weg hat. Und wenn man als Aufsteiger kommt, sollte man vielleicht nicht gleich wieder, guck mal, die Leingarde, der Absteiger aus der Ding, verloren. Ja, sorry, also weißt du. Trotzdem, also da kann sich schon was entwickeln. Es kann sich was entwickeln. Wie gesagt, das ist ja auch das Ziel, das Ganze. Ich denke mal, in dem ganzen Verein, im Ganzen, was man hier so sieht, steckt ein Haufen Potenzial. Ich glaube, wenn man da mal ein oder andere Schritte schafft, dann wird es auch Leute geben, die sagen, Mensch, ich helfe euch dabei, das finde ich toll, jetzt habt ihr endlich auch mal was das erreicht, was vor war. Mhm. Und dann glaube ich, kannst du, also, aber sind wir ehrlich, du musst in die Landesliga kommen, bevor man irgendwo wieder ein Lichtli angeht und jemand sagt, hey, komm, von da aus helfen wir weiter. Wobei, ich habe das schon mal gesagt bei dir und ich sage es nochmals, wir brauchen einen starken Metropolverein. Brauchen wir. Und ich sehe auf lange Sicht niemand außer euch, der da zumindest in Heilbronn, in Stadt, da diese Rolle ausfüllen könnte. Und wir haben schon eine Landesliga bei den Derbys Neckarsulm gegen FCU oder damals hieß er noch FC Heilbronn gesehen. Ey, da waren 1000 Zuschauer da in der Landesliga. Ja? Und was passiert dann erst, wenn es mal 2 Staffeln noch höher ist? Ja? Von daher. Ich träume noch von der Zeit, wo hier 1600 Zuschauer gegen Schluchtern da waren in der Bezirksliga. Mhm. Das war da, wo ich angefangen habe. 1600 Leute gegen Schluchtern. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist krass. Aber wie gesagt, man hat das Vertrauen ein bisschen in den Keller gefahren. Das muss man jetzt wieder hochfahren. Ja. Dafür war der Abstieg meiner Meinung nach vielleicht gar nicht das Verkehrteste. Ähnlich wie beim VfB Stuttgart, dass du einfach mal runtergehst und dann wieder zurückkommen kannst, ohne irgendwelche Erwartungshaltung und ohne diesen Druck, der da eigentlich über 4 Jahre war. Absolut, ja.
Von dem her gesagt, ich bin gespannt. Ja, sieht gut aus. Und gucken wir mal. Nächste Etappe-Ziel 100 Tore. Ja. Ja. Alles klar, dann mach jetzt gut. Okay, und wie gesagt, meldet euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also in 14 Tagen, 3 Wochen sind wir wieder da. Dann ist natürlich das Ganze noch spannender. Dann geht es richtig dem Ende zu. Und dann wissen wir auch wieder ein bisschen mehr, wer in der Landesliga jetzt noch Klassenerhaltmöglichkeiten hat oder vielleicht sogar rausgeschafft hat bis dahin. Wer in der Bezirksliga, Aramäer. Das ist durch für mich. Und ob die Neckarsulmer Sportunion tatsächlich, liebes Fußball im BW, der erste Heimsieg geschafft hat bis zu der Zeit. Aber siehst du mal, sie berichten über euch. Jetzt nicht gerade über einen Sieg oder über eine tolle Serie wie letztes Jahr, aber jetzt, wo ihr mal ein paar Mal verloren habt, das ist übrigens Heilbronner Presse. Also das ist nicht böse, das ist nicht gegen Ding, das machen alle so. Über positive Dinge wird eigentlich nicht wirklich berichtet. Wenn du da oben mitspielst, bist Dritter, bist Tabelleführer, ja, ist gut, das passt schon. Aber dann hast du mal in der Rückrunde noch kein Spiel daheim gewonnen, dann ist das auch mal Berichtung, also dann kann man auch mal drüber berichten. Ja, wobei, wir stellen uns auch der Kritik, klar, wir sind ja selber ist sehr unzufrieden, so. Ja, aber ja. Man hätte ja vorher schon mal schreiben können, weißt du, oh, Tabellenführer. Aber egal. Ja gut, ist so, unser Ziel ist, dass wieder positiv berichtet wird irgendwann, ja. Hoffen wir mal. Echt? Alles klar. Und ich kreise fliege, aber. Also, okay. Macht's gut. Und nochmals, wenn euer 5-Meter-Raum Besuch von uns will, schreibt uns. Schreibt. Wir sind ganz im Unterland, egal wo. Bis auf Wüstenrot vielleicht. Das ist. Ja, sogar Ludwigsburg, hey. Alles klar. Okay. Also, macht's gut. Ciao. Are you ready? Showtime.